Okay, ich will mal Pokémobilfunk benutzen. Tauros. Aber wenn ich hier durchgehe, dann. Dum, 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 dum. Ach Mann, warum ist dieses scheiß Technik-Gedönse ficken kacken? Hey! Muss ich das jetzt rauspiepen? Oh Ja, wird Mann. schon. Denkst du eh nicht dran. Nee, eben, das ist ja das Problem. Okay, hier ist gar nichts. Ja, gut. Nee, mein Kabel von den Kopfhörern hat sich gerade in der Rolle meines Bürostuhls verfangen. Oha. Und immer, wenn ich mich jetzt Millimeter bewege, reißt Oh. das Kabel raus und du hast eine Rückkopplung in deinem Ton. Oh, das merke ich gar nicht. Ja, aber jetzt gerade steckt's noch, weil ich mich nicht bewege. Weil hier Steckt ist noch drin, weil du dunkel. dich nicht bewegst. Gut. Ja, sollen wir jetzt weiterspielen oder auf jeder Route erstmal die Felsen Ich abklappern? würde gerne erstmal die Felsen abklappern. Wäre ich nämlich auch dafür. So, hier ist nichts. Dann. Fangen wir Aber auf Route wie. 1 an. Das ist echt ein geiler Fahrradersatz. So ein Ne? Tauros. Was ist, wenn ich hier reingehe? Da Kommen war immer nichts. noch Pokémon, okay. Sieht das dann Ja, auch. sonst. Wie war denn das? Ich habe das aus der Demo nicht mehr in Erinnerung. Ein Ladybug, das habe ich noch nicht. Oh Gott, diese Reiterkluft. Also erstmal könnte ich ja Gainer einsetzen. Und ein. Nee, es ruft um Hilfe. Alle rufen so um Hilfe. Bitte lass ein zweites. Nein, es ist keiner aufgetaucht. Schade. So, was kann ich denn machen, um es nicht zu besiegen? Ich müsste wohl schon meinen Pokémon tauschen. Oder ich versuche jetzt einfach mal einen Ball, auch wenn es volle. Wenn es voll ist. Nestball. Als nächstes hätte ich noch einen Netzball. Ah, geht auch ohne Schwächen. Klasse! So, habe ich das auch hinter mir. Jawohl. Yay! Du hattest ja neulich schon mal so auf Trends angespielt. Ja. Ich habe mein Handy gemacht, weil ich die Taschenlampenfunktion gerade brauche, um das Kabel zu entwirren. Und da war eine Nachricht von meiner Produktionsassistentin, Schrägstrich Aufnahmeleitung. Ja. Ja, ist Nice. cool. Die Jo. Leute arbeiten. Nice. Werde ich bei entsprechender Zeit Schleichwerbung dazu machen, wenn es soweit ist auf deinem Kanal. Okay. So hier, Pokédex-Eintrag. Oh, es nutzt eine duftende Flüssigkeit namens Smegma, um mit seinen Artgenossen zu kommunizieren. Ist es wütend, nimmt diese einen stechenden Geruch an. Oh ja. Ich kann euch sagen, das ist echt nicht schön. Lady Lydia. Ich nenne es Lydia. Ladybug. Ladyboy. Ladybar. Ja, genau. La Ladyboy. Aber nee, Ladyboy. Ja, Ladyboy. Doch, nehmen wir. Ist ja auch ein Männchen. Ja, ne? Ansonsten Ladybar hätte ich auch gut gefunden. Dann möchte ich doch gleich mal wieder Schleichwerbung machen für mein eigenes, nicht unbedingt Lieblingsgetränk. Aber mein einziges trinkbares Produkt, was ich jemals nicht auf den Markt gebracht habe. Hä? Und zwar Orba. Erst denkst du dir so, oh, und dann denkst du dir, bah. Hast du das schon auf den Markt geschmissen? Hoffentlich hast du keinen getroffen. So, Oh, rein fangen wir bei da. Route 3 an. Okay. Ja, die Route, die da in der Nähe ist, die am nächsten ist. Okay. Wo war denn Da waren. denn? Nee. Da, oder? Nee, oder? Aber hier war Nee. ein Nee, Pokémon. da drüber. Lol, haben wir den Hä? nicht eingesammelt? Na, aber vielleicht kommen da Lol. immer wieder welche hin. Nee, das glaube ich nicht. Wusch, wusch, Dass wusch, sie die wusch. Items resetten, wenn man einmal raus ist, ja schon. Na, nicht alle, aber boom. So. Jawohl, Plage. Plage. Wir haben eine Plage ist Plage sehr schön. erhalten. Ist eine Plage ist Gefahrattacke? eine Attacke, die ich mit meinem Viscogon immer sehr strategisch gespielt habe. Kennst du Oh, die? nee. Ist War eine hier. Käferattacke, War die hier über fünf was? Runden Schaden zufügt und man kann das Pokémon nicht tauschen. War das hier? War hier was für Tauros? Kann sein. Oben? Gucken wir mal. Erstmal In der hier. Prüfungsstätte fällt mir auf jeden Fall gerade noch was ein. Erstmal los hier. Zack, zack, zack. Durchheizen. Boah. Ja. So wie es denn geht. Ich meine, ich glaube, ich habe noch irgendwo Schutz. Habe ich den gekauft? Ja, ich habe Schutz gekauft. Ja, du hast. Nee, Ganz Schutz haben viel. wir auch geschenkt bekommen. Und nee, Schutz habe ich mir jetzt 15 Mal gekauft, wo du so gesagt hast, 20. Wir haben auch welche von Lilly geschenkt bekommen am Anfang. Was zum Geier? Flucht Lol. gescheitert? Bei einem Schnauzbart. Level 12 Pokémon? Ich spiele das fies. Ne? Lol. Blub, blub, blub.
Oh Mann, das wird dahin geegelt. Ich glaube, ich sollte auch langsam mal wieder auf mein, Umschalten, ne? Ja. Auf. Erstens das und zweitens Schutz. So. Hulk Hogan! Okay, dann, ja, machen wir mal einen Schutz rein. Wenn ich ihn finde. Hier ist er. 15 Mal, ja gut, nee, da haben wir keine geschenkt bekommen, da habe ich die nur gekauft. Aber ich meine, irgendwas hätten wir von Lilly bekommen. Weil sie hat uns von Schutz geredet und danach haben wir was bekommen. Wäre cool, wenn Schutz zeitlich begrenzt wäre und nicht schrittlich. Ja. Oh. Giftig. Oh ja. Just Olaf verhext. Was haben wir da noch? Na, no, das war's schon. Erneut einsetzen, ja. Ja. Besser ist. Hier ausnahmsweise. Okay, schade. Das war's dann. Ja. Na gut, dann zum nächsten Stückchen. Ja, und hier können wir gerade nichts davon gebrauchen. Nee, hier ist erstmal eine Weile nichts. Ja. Die Trainer auf der Route sind eh alle besiegt. Mussten wir ja für die Route... Nein, nicht nochmal erneut einsetzen erstmal. So, in der Prüfungsstätte war was. Okay. Hey, wir haben hier ein Pokémon Center, da könnten wir auch mal langsam rein. Ja, nee, noch nicht. Nee? Meinst du? Nee, mach erstmal in der. Nee, geh erstmal in die Vegeta-Höhle. Wir haben doch Schutz. Ja, naja. Ja, noch muss mit Zunder nach vorne setzen und dann. Ja, stimmt, das wollte ich noch. Ne, weil. Echt? Okay, cool. Ja, ist. Okay, dann. Schutz. Neu. Das hält echt nicht lange, also Topschutz muss irgendwann mal sein. Wo war das dann? Ja. Oben, wo das Radikal war. Da gibt's eine TM mit Tauros. Achso, ja. Mexikanisches Radfratz. Jetzt können wir es eigentlich auch mal auf. Radfratz setzt Schwarzarbeit ein. Oh. Es ist sehr effektiv. Okay, müssen wir warten, bis ein Radikal auftaucht. Radikal. Ein Radikal. Aber nur die von der rechten Seite der Höhle. Ja. Ja. Na, ich habe auch nichts gegen einen Linksradikal. Nee, das haben wir nicht wahrscheinlich, oder? Beleber? Jetzt ist da ein Beleber? Nein, ich will das nicht. Ah. Ich frage mich gerade echt, ob die Items mehr Items verpacken, wenn man neu dahin kommt. Eben, ob sich dann einfach das Layout von den Drops ändert. Könnte sein. Von den Loot, meine ich. Okay. Wir sind nämlich ziemlich lootrünstig, ne? Boah. Oh, ein Radfratz. Wow, aber lieber ein... Hey, aber Loot, dass wir nochmal nachgeschaut haben. Loot, dass wir nachgeschaut haben, ja. So, ich würde sagen, wir nehmen... Geloot. Erinnert ich mich an einen Freund von mir, Ludwig. Seine Frau Ludmilla. Oh Mann. Okay, also, Moment, Radikal. Nee, Rechtsradikal geht nicht als Name. Oder vielleicht, nee, wollen wir mal fair sein. Oh, da ist Radikal, genau. Wir wollen ja nicht politisch unkorrekt in eine Richtung sein, wir wollen ja in mehrere Richtungen politisch unkorrekt sein, damit das Ganze, Radikalo? Oder? Ja. So, und dann müssen wir es irgendwann mal entwickeln. Okay. Ja, hey. Dann ist es ein Linksradikal. Nein, ich will nicht ins Team das haben. Dann wär's ja die RAF. Von mir aus. Die Raff-Ikal! Boah! Alter! Alter! Willkommen zur Geschichtsstunde! Oh Mann! Da musst du absteigen. Legst dir doch auf eine Pfeiltaste. Na warte mal, ich kann's doch sowieso mit... Geht das denn, das auf eine Pfeiltaste zu legen? Ja! Hier müssen wir durch, oder? Dafür. Ja, meine? Nee, warte, nee, eigentlich gar nicht, nee. Oben?
Nee, ja, da den großen, ja. Also hier rechts jetzt. Nee, nach links. Und dann da rein. Da rein, okay. Ja, genau. Gut. Ach so, ja. Nee, Moment, so und so. Das geht ja schnell. Ja, aber du kannst nicht noch schneller. Aber warte mal, ach so, du meinst, wenn ich... Aber... Auf den Kreis da vorne. Ich kann da... Ach doch. Und dann such dir eine Richtung aus. Hoch. Ja, und immer wenn du das jetzt drückst, steigst du auf oder ab. Nice. Oh, das sieht ja auch geil aus. Hast du in der Demo nicht gemacht? Nein. Oh. Ich habe in der Demo nicht viel gemacht, um ehrlich zu sein. Raub. Yay. Raubi. Ja, nochmal. Hauptsache geschützt. Immer schön geschützt bleiben. Immer was drüber ziehen. Ja. Protection. Na, ich bin schon so schnell dran vorbeigekommen und Schutz wirkt nicht. Sowieso nicht. Flüchte. Ja, müsste auch eigentlich mal gehen, oder? Es geht los, Hulk Hogan. Du kannst aus einem geskripteten Kampf nicht fliehen, kommt jetzt. Nein, Quatsch. Du wirst dann kommen und das folgt dir nochmal. Nö, tut's nämlich nicht. Tschüss. Tschüssi. Oh. So, dann haben wir denn also... einen Poké-Center-Besuch jetzt nötig? Ich würde es gern einfach mal machen, so. Alle Pokémon geheilt? Ich möchte es einfach mal machen. Ja, ich meinte auch nicht den Pokémon-Center-Besuch. Ich meinte das mit der Pokémon-Center-Betreiberin. Auch genannt Schwester Joy. Ja, deswegen ja, heißt sie ja so. Weil sie für Freude sorgt. Nicht nur Alter. Bei den Pokémon, Alter. Sondern auch bei Rocco. Richtig. Meinst du, der hat einen größeren Winkel als 45 Grad? durch da. LOL. Dieses Büschel Gras ist auf mich zugelaufen. Ja, das Thema hatten wir vorhin schon mal. Das passiert. Und dann nur ein Mangunio. Ja, weg damit. Ja, wie weg damit? Weghauen oder? Nee, abhauen. Abhauen. Macht keinen Sinn. Haben wir nicht nötig. Weghauen, abhauen ist doch fast das gleiche. Man sollte eigentlich mal eine große Mauer bauen, um die Mangunio abzuwehren. Und die Mangunio sollten dafür bezahlen. We build a huge wall. And make them pay for it. Ja. So, irgendwo hier war jetzt Steinkram. Steinkram? Hey Baby, Bock auf Steinkram? Ja, das ist das, was Rocco dann zu Schwester Joy sagt. Tomato. Bock auf ein bisschen Steinkram. Tomato hast du noch nicht. Willst du probieren? Geht ja. Mit dem Nestball. Vorwarnung? Oh. Was, wenn ich jetzt Feuerzahn einsetze? Ist aber zu stark. Ja, es ist generell, also ich glaube, jeder Attacke ist... Würdest es sogar mit Kratzer killen. Hm. Einfach Ball werfen auf Verdacht, die sind alle zu stark. Nestball, müsste sitzen. Nestball, hab ich. Ja, klar. Ja, ich wusste nicht mehr, ob... Ich bin ja da. Und kraule dich ganz zärtlich. Oh ja. Tomato wurde gefangen. Ja, eigentlich. Oder gibt's irgendwas, was man aus Hypno machen kann? Nö, aber der Pokédex-Eintrag von Hypno ist creepy. Türkan versucht Flücker zu lernen. Oh, das ist gut. Heuler weg. Oder Schnabel. Schnabel. Ja. Und jetzt hast du ja den Flücker. Hast ja gerade den Effekt schon eingeblendet, deshalb ist eine Erklärung von mir jetzt überflüssig. Nee, ich habe nicht genau gesehen, ehrlich gesagt. Achso, physische Flugattacke und ist die Beere, die der Gegner trägt. Geil. Okay, also. Benutze ich sehr gerne und sehr oft. Okay, was ist hier? Lustige Träume? Lustige Träume schmecken ihn am besten. Ist man nett zu ihm, zeigt es einem ab und an. Träume, die ihn besonders gewundet haben. Ja. Schlaumato? Baumato? Automato? Rüsselschwein. Was weiß ich.
Ah, Rüsselsschwein, ja, Rüsselsheim. Hm. Ah, Traumato, was ist da? Wie hieß nochmal der Typ? Trovato. Trovato. Wie? Trovato. Wie die Detektive auf RTL. Ja, genau, ich wusste doch, dass da irgendwas, dass ich irgendwas Schlimmes damit verbunden habe. Ah, nee, oh. Trovato, nee. Ist übrigens italienisch und heißt Ich suche. Oh, nice. Und ich denke, die heißen in Wirklichkeit gar nicht so. Meinst du, das ist gar nicht echt, was dabei erzählt ist? Jetzt stellst du aber alles in Frage, an das ich je geglaubt habe. War auf dem Friedhof was zum kaputt machen? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber es ist auf einmal Tag auf dem Friedhof. Ob sich dadurch das war vorhin Sachen auch nennen? Tag auf dem Friedhof. Nee, es war Nacht. Quatsch. Nein, als wir auf dem Friedhof waren, war es draußen noch hell und ja. Dementsprechend war im Spiel Nacht. Ach so. Ja, jetzt sehe ich ja. Das auch. Ah, hier. Yay. Boom. Wow. Wow, dafür jetzt die ganze Sternenstück. Okay. Kannst du für teuer Geld verkaufen. Ja, aber nicht so teuer wie ein Nugget. Möchte ich meinen. Shit Nugget von South Park. Okay, dann erstmal Mama Bescheid sagen und dann können wir fahren. Wo war denn Mama? Im Haus. In welchem? Nicht da, die wohnt doch rechts. Nicht in Hauholi, ja. Ja, da kann. Nee, weiter nach rechts durch. Mhm. Weiter nach rechts durch und dann da durch den Zaun. Ah, okay. Und oben dann nochmal. Mhm. Gute Idee.